Mahlzeit, hier ist euer Excel. Ich war heute bei der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz und habe da ein paar Neuigkeiten für euch. Oh, geil. Ich habe jetzt den PC nicht angemacht, weil ich eigentlich gar keinen Bock hatte, den jetzt anzumachen. Es ist hier wieder ultra heiß in der Wohnung. Ach, komm. Ach, du Lappen. Und meine Kamera ist leider immer noch kaputt, deswegen muss ich das jetzt hier mit dem Handy aufnehmen. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Das ist ja eh nur ein kleines Informationsvideo. Ich war bei der Landesmedienanstalt und hab da mit den Personen darüber... Oh, jetzt, es reicht jetzt! Hallo! Du bist so ekelhaft, Alter. Vorhin hast du an Pauls Puppe geschmatzt, Alter. Jetzt gibst du mir einen Kuss, du Ekelhafte. Du, komm, geh mal bitte jetzt... Oh. Ja, auf jeden Fall... Ich hab jetzt mit den Leuten da gesprochen... Es gibt ein paar Regeln. Also das mit der Rundfunklizenz ist noch nicht bewiesen, dass ich das brauche. Das wird jetzt geprüft. Aber was ein ganz großes Thema unter anderem war, das war der Jugendschutz. Wegen meinem extremen Alkoholkonsum, was ich auch verstehen kann irgendwie. Wir haben, glaube ich, eine Stunde lang geredet mit den Leuten. Also meine Eltern waren auch mit da, weil die das Ganze halt nicht verstanden haben. Und die wollten einfach mitkommen, so als seelische Unterstützung. Bin immer noch krank. Hab mal Medizin geholt in der Apotheke. Jetzt hör mal auf hier. Auf jeden Fall. Das mit der Rundfunklizenz wird noch geprüft. Und das mit dem Jugendschutz. Das ist jetzt folgendermaßen. Ich darf erst ab 23 Uhr Alkohol konsumieren im Stream. Und ich darf euch auch nicht mehr sagen, wie viel ich getrunken habe. Und ich darf auch nicht sagen, wie geil das ist. Und... ich meine, ihr wisst ja alle meine Einstellung zu Alkohol. Ich liebe Alkohol, das ist meine Meinung. Ich liebe Alkohol. Meine Liebe wird quasi jetzt eingeschränkt. Aber ich meine, ich kann immer noch weiter trinken, ja? Also ich kann ab 23 Uhr, kann ich theoretisch so viel saufen, wie ich will. Ich darf euch aber halt jetzt nicht sagen, zum Beispiel, oh, dieser Jackie. Ja, das, hallo. Das darf ich nicht sagen, weil da gibt es ein Jugendschutzproblem. Ja? Und ich darf euch halt auch nicht mehr so die leeren Flaschen präsentieren und dann sagen, von wegen hier, das habe ich schon alles getrunken. Das ist voll cool. Oh, du Sau. Du bist so ekelhaft, Alter. Schäm dich. Hör auf, Alter. Du hast Scheiße gefressen. Auf jeden Fall. Ja, und die haben auch mein Instagram gecheckt, das ist auch krass, die wussten alles. Also die wussten alles, was ich jemals gesagt habe, wussten die. Die haben mein Instagram gecheckt und haben gemeint, das soll ich bitte auf meine Wortwahl achten. Ja, jetzt hör mal aber auf jetzt hier, ja? Was ist denn nur los? Wir können gleich kuscheln, ja? Lass mich doch das hier fertig machen. Ja, auf jeden Fall... Mein Instagram wurde auch abgecheckt, mein Twitter wurde auch irgendwie gecheckt und ja, der Excel steht jetzt unter Beobachtung. Ja, ihr wisst aber trotzdem nach wie vor, ich liebe Alkohol, ich liebe den Konsum. Ich will das nicht verherrlichen, generell Alkoholismus, ja, Alkoholsucht ist was sehr, sehr Schlimmes. Daran sind sehr viele Menschen schon gestorben, daran sind sehr viele Menschen kaputt gegangen. Menschen haben ihre Existenz aufgrund von Alkoholsucht verloren. Menschen haben ihre Familie verloren, Menschen haben geliebte Personen durch den Alkohol. Jetzt halt doch mal die Fresse, Alter. Jetzt geh doch mal. Kannst du jetzt mal. Das gibt's doch nicht. Du räudiges Vieh. Ich hab dich doch auch lieb. Ja, scheiß mir auf die Brust. Auf jeden Fall, ich darf keinen Alkoholkonsum mehr verherrlichen. Es wird nach wie vor Drunkstreams geben. Ja, jetzt du gehst mir richtig ihr wisst, was ich meine, es wird noch weiterhin Drunkstreams geben, ab 23 Uhr, davor wird kein Alkohol getrunken. Du bist dreist, du bist richtig dreist, du bist richtig dreist. Weißt du, ich erzähle hier gerade so und die nimmt ihren Kopf und knallt ihn voll in meinen Mund rein, das ist assi eklig. Du ekelhaftes Mistvieh. Ich liebe die trotzdem. Ich liebe... Oh, du bist so... Pisst du hier gerade hin oder was? Ist das dein Ernst? Nee, hat die nicht. Die war gerade nur ein bisschen geil. Hat den Schwanz gehoben und den Arsch nach hinten. Auf jeden Fall
morgen gibt es erstmal ein Auto-Video. Ich habe heute mein neues Auto angemeldet. Ich bin jetzt sehr froh darüber, dass das endlich alles funktioniert hat, weil es gab sehr viele Probleme. Wenn ihr möchtet, dass ich nochmal extra... Guck mal, ich habe gar keinen Hals so. Wenn ihr möchtet, dass ich nochmal ein extra Video rausbringe, falls es euch interessiert, wie das ist, wenn man ein Auto nach Deutschland importiert aus einem Nicht-EU-Land, was ihr alles braucht, was ihr alles haben müsst, ja, wie das alles abläuft und welche Kosten auf euch zukommen, dann schreibt das mal in die Kommentare rein. Oh, das ist jetzt nett. Du bist so dreist, Alter. Du bist so dreist. Guck mal. Hä? Ich verranze das Arschloch. Ja, also, wenn euch das interessiert, dann haut das unten in die Kommis rein. Deswegen, morgen gibt's ein Auto-Video. Da werde ich euch ein bisschen mitnehmen, so einen Tag mit dem Auto. Wir werden das putzen gehen, wir werden das waschen gehen. Ich werde ein bisschen was über das Auto erzählen, wo ich es her habe, in welchem Zustand das ist, wie viel ich dafür bezahlt habe und welche Kosten da noch auf einen zukommen, wenn man dieses Auto fährt. Das gibt's dann morgen in dem Video. Und für heute war's das erste Mal. Ich darf jetzt dir auch nicht sagen, ob ich nachher streame oder nicht, weil das wäre ja dann schon eine Ankündigung. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was ich heute noch mache. Ja, in diesem Sinne, Freunde, haut gut rein. Und ich werde jetzt hier erstmal diese Katze hier, oh, die ist so süß, gell? Ja, haut rein!